Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 19. So, wir sollen mit Walter reden. Das werden wir auch tun. Das ist Walter. Elisabeth meinte, du willst mir helfen. Drohe Walter, bring mich zu Lady Regent, sage nichts und gehe. Elisabeth. Elizabeth sagt, du wärst gar kein so schlechter Mensch. Bin ich also nicht? Mhm. Hast du vergessen, dass ich einst den Verwalter eurer Familie getötet habe? Gibt's Probleme bei dir, Walter? Bring mich zu Lady Regent, du wirst sterben. Sag den Wachen, sie sollen sich ergeben. Ich wäre besser zu diesem Land und seinen Leuten als mein Vater. Ich weiß wohl, dass er nicht nur gute Seiten hatte. Er hat auch getötet, genau wie William. Aber ich würde mein Bestes geben. Ich würde auf die Nöte des Volkes hören. Und was genau willst du? Wilhelm, hab ein Herz, sag den Wachen, sie sollen sich ergeben. Bring mich zu Lady Regan. Ich muss mit Lady Regan reden. Ach, Regan. Okay. Ich will, dass du mich zu ihr bringst. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Du glaubst also, ich sei ein netter Kerl. Und du glaubst, das reicht, um mich zu überzeugen, dass du eine bessere Herrin wärst als alle, die vor dir kamen. Da kann ich nur lachen. Tschu! Was? Sobald meine Familie wieder an der Macht ist, werden sich die Dinge für alle verbessern. Das verspreche ich. Oder kümmern dich die ganzen Leute wirklich nicht, die in den Hungertod getrieben werden? Ich glaube dir nicht. Was? Aber ich maße mir kein Urteil über diese Dinge an. Ich werde dich zu Lady Hamley bringen. Oh. Sie soll entscheiden. My Lady? Elizabeth, könntest du mir etwas Wasser bringen, Kind? Ja, Milady. Aber erst müsst ihr aufwachen, Milady. Hier ist jemand, der euch sprechen will. Es ist Lady Aliena. Lady Aliena? Seit wann gehört das Weib wieder zum Adel? Wir zeigen Mitleid. Ich wusste nicht, dass es so schlecht um euch steht. Oh, untersteh dich. Ihr habt sicher von dem Vertrag gehört, den der König mit Herzog Henry in Wallingford Castle geschlossen hat. Das habe ich. Ich habe auch gehört, dass er verworrener Unfug ist. Es ist ein kompliziertes Abkommen, gewiss. Aber dieser Handel wird den Krieg beenden. Und er macht meine Familie wieder zum rechtmäßigen Besitzer der Grafschaft. Es sind Worte, mehr nicht. Niemand würde marschieren, um das zu erzwingen. Nicht mal der König. Seht ihr nicht, was die Herrschaft eures Sohnes dem Land antut? Bald wird es keine Grafschaft mehr geben, die irgendwer regieren könnte. Das ist eine Lüge. Mein William ist ein besserer Graf, als dein Vater je war. Wenn ich daran denke, dass ich einst meinen guten William in eine Familie wie deiner einheiraten lassen wollte. Jeden Tag danke ich Gott, dass er uns vor diesem schrecklichen Schicksal bewahrt hat. Und dass er diesen Mönch zu Bischof Walleran geschickt hat, um den schändlichen Plan deines Vaters aufzudecken. Welchen Mönch? Den Prior von Kingsbridge. Philip von Gwynedd. Oi, oi, oi. Bitte, Mutter, ihr müsst die Lady anhören. Oh, meine liebe Elizabeth. Siehst du nicht, was sie uns antun will? Wollt ihr sagen, dass Prior Philip dem Bischof von meinem Vater erzählt hat? Ja, er hat Walleran persönlich aufgesucht. Ein Mittler in Gottes großem Plan.
Und wir haben seitdem hier geherrscht. Wenn ihr mir nicht zuhört, wird alles noch schlimmer. Für alle. Die Menschen hungern aufgrund der Herrschaft eures Sohnes. Sie werden sich das nicht länger gefallen lassen. Sie haben schon Kingsbridge angegriffen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hierher kommen. Frau Mutter, Lady Aliena ist hierher gekommen, damit die Dinge sich bessern. Sie hat immer nur alles schlimmer gemacht. Sie hat meinen Sohn verhöhnt, weil er sie heiraten wollte. Oh. Sie hatte jedes Recht dazu. Was? Wie kannst du das sagen? Er ist dein Mann. Er ist gut zu dir. Wenn Walter nicht wäre, hätte er mich bestimmt schon umgebracht. Oh, was nein. Was geht dir vor? Was macht das Miststück hier? Sie versucht zu verhandeln. Sie will uns alles nehmen. Ach ja? Will sie das? Lasst es gut sein. Halt's Maul, alter Mann. Ach ja, der Dolch. Mach die Hure kalt, Walter. Nein, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Du verdammter Verräter. Endlich. Hilfe, kommt hier rauf. Männer, dafür werdet ihr bezahlen. Ihr alle. Weil wir ihr den Dolch gegeben hatten. Ansonsten hätten wir uns jetzt verteidigt. Oh, was eine Wendung, ey. Ach, och, du Armer. Ich habe überhaupt kein Mitleid gerade. Willkommen in der Hölle. Ist er tot? Ja. William Hamley ist tot. Was jetzt? Jetzt sagen wir es seinen Leuten. Boah, ich glaube, nach der ganzen Scheiße könnte ich mich nicht halten. Ich glaube, das wäre so der Einzige, auf dessen Grab ich tanzen würde. Ehrlich, also. Lasst sofort eure Waffen fallen! Seht das Banner des neuen Grafen von Shiring! Hört her, ihr alle! Lord Hamley ist tot. Die Burg gehört jetzt wieder der Familie des früheren Grafen. Was? Du willst uns wohl verscheißern? Es war der Wunsch des Königs. Wer hat ihn umgebracht? Ich. Er starb, weil er sich weigerte, Earls Castle friedlich zu übergeben. Es ist Zeit, dass ihm ein gerechter und wahrer Graf nachfolgt. Er starb durch meine Hand. Mein Name ist Lady Aliena von Shiring. Ich bin die Tochter von Bartholomäus, des früheren Herrn dieser Grafschaft. Ich bin hier, um die Tyrannei William Hamleys zu beenden und in Shiring die Ordnung wiederherzustellen. Jeder Angriff auf uns ist rechtmäßig und vom König abgesegnet. Und was geschieht jetzt mit uns? Ich werde dem König sagen, dass William Hamley euch zu allem gezwungen hat. Dass jede Schandtat, die dem Volk von Shiring zugefügt wurde, allein sein Tun war. Das ist mein letztes Wort. Ihr werdet den Menschen von Shiring helfen.
Ihr werdet die Chance bekommen, Wiedergutmachung zu leisten. Indem ihr den Menschen von Shiring helft, sich von den Folgen eurer Grausamkeit zu erholen. Und ihre Häuser wieder aufbaut und ihre Felder bestellt. Ellie, ich weiß, dass du das Zeug zum Anführer hast. Mehr, als ich es jemals haben werde. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Du hast nie gezögert, Vater den Eid zu schwören und ihn zu erfüllen. Ich werde den Titel des Grafen tragen. Doch es ist nur ein Titel. Du bist die wahre Herrin von Shiring. Wir werden gemeinsam regieren. Sag das nicht. Wir werden gemeinsam regieren. Lass uns das später bereden. Ich schulde dir viel. Die Tyrannei von William Hamley hat ein Ende. Die Grafschaft von Shiring gehört wieder ihrem rechtmäßigen Erben. Wiedereinsetzung von Richard von Shiring. Wiedereinsetzung von Richard von Shiring, König Heinrich II., bei dem Rate seiner Freiherren und zur Erfüllung des Vertrages von Wellingford verfügt, dass Shiring und jeweilige Gemeinden wieder denen zukommen, die zu Zeiten des Herren König Stephans die rechtmäßigen Eigentümer waren. Innerhalb der Laufzeit seiner Regierungsmacht soll der nächste Blutsverwandte des ehemaligen Grafen Bartholomäus von Shiring den Titel erhalten. Demzufolge wird Richard von Shiring zum Grafen ernannt, zu besiegeln in einer offiziellen Setzungszeremonie. Nun schickt einen Boten nach Kingsbridge und sagt Prior Philip, dass Shiring endlich frei ist. Was ist los? Warum lachen Sie? Ihr könnt einen Boten schicken, wenn ihr wollt. Aber vom Prior wird nicht mehr viel übrig sein, wenn er ankommt. Ellie, was geht hier vor? Was ist los? Was ist los? Was ist passiert? Okay, das war Kapitel 19. Was haben wir getan? Du hast dich in Earl Castle hineingeschlichen, ganz auf dich allein gestellt. Du hast mit zwei ehemaligen Rittern deines Vaters gesprochen. Elisabeth hat Earl Castle nicht verlassen und ist bis zum Ende bei dir geblieben. Du hast Williams Männern auferlegt, beim Wiederaufbau Shiring zu helfen. Du und Richard werdet Seite an Seite regieren. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 20. Der Papst glaubt, wir sollten ihn entweder verbrennen oder ihn zum Bischof von Kingsbridge machen. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet. Meine Männer haben ihn festgenommen, als Kingsbridge ungeschützt war. Als seine Freunde die Burg des Grafen erobert haben? Ja. Wenigstens in seinem Tod ist euch William Hamley noch nützlich gewesen. Shiring, der Tag des Prozesses. Seht all diese Leute. Es sieht so aus, als hätten sie Spaß daran. Sie ändern sich nie. Ihr geifernden Hunde solltet euch schämen. Halt's Maul, du alte Hexe! Ellen? Mir geht es nicht gut. Ich kümmere mich um dich. Ihr beiden geht voraus. Und beeilt euch. Ist deine Mutter krank? Das ist es nicht. Hier haben sie meinen Vater gehängt. Das Hohe Gericht. Die Beisitzer. Der Bruder des Königs von England. Der ehrwürdige Herr Bischof Henry von Winchester. Und ihre Hochgeboren Gräfin Lady Aljena von Shiring. Der Vorsitzende. Der ehrwürdige Herr Bischof von Shiring und Kingsbridge. Walleran Bigot. Bitte. Oh mein Gott. Die Kirche
ist nicht ohne Fehl. Wir haben uns heute hier versammelt vor Gottes Angesicht, um über einen der unseren zu richten. Er hat geschrieben, dass Kirche und Papst nicht notwendig sind als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Dass Gott im Menschen wohnt, dass alle Menschen gleich sind und dass jeder Sünder dem Herrn so nahe steht wie der Papst selbst. Würde ich so unterschreiben. Jetzt bitten wir Gott um sein Urteil. Denn sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nicht unser und nicht euer. Ihr werdet der Ketzerei angeklagt. Wow. Philip von Gwynedd, wie bekennt ihr euch? Antwortet. Ich bin nicht schuldig. Das ist keine Ketzerei. Ich bin nicht schuldig. Unschuldig. Wer sagt, ihr seid unschuldig? Eure Lehren sprechen eine andere Sprache. Schuldig, sage ich. All dies erfüllt mich mit Trauer. Vielleicht wird es euch überraschen, aber wir hatten gehofft, euch zum Bischof von Kingsbridge zu machen. Wie konnte es so weit kommen, Philip? Zum Teil war es meine Schuld. Ich habe Philip in seinen ersten Jahren unterstützt. Ich beantrage, dass Philip ab sofort seines Amts als Prior entkleidet wird. Nein! Und dass er in Gewahrsam genommen wird, bis Shiring und ganz England von den vergifteten Worten geheilt sind, die er verbreitet hat. Nein! Was? Beschuldige Wallerin selbst? Ja, komm. Ihr beschuldigt Philip, weil er sich euch widersetzt hat. Ich machte ihn zum Prior. Und dankbar war er nicht. Aber nein, ich klage ihn an, weil seine Lehren falsch sind. Und ich will beweisen, dass Philips Entscheidungen in der Vergangenheit mehr als einmal falsch waren. Ruft Remigius auf. Der Prior von Shiring, Vater Remigius. Ach, er. Mein Herr Bischof. Sagt dem Gericht Remigius, was ihr mir erzählt habt. Viele Jahre habe ich als Subprior von Kingsbridge gedient. Erst für Prior James, dann für den Angeklagten. Was war euer erster Eindruck von ihm? Ich nahm Anstoß an der Art und Weise, wie er die Diskussionen im Kapitelhaus geführt hat. Was noch? Unser Prior Philip hat den Flüchtlingen aus Earls Castle bereitwillig Zuflucht gewährt. Ist das nicht eine gute Tat? Ein Akt der Nächstenliebe? Ihr kennt ihn nicht so gut, wie ihr ihn zu kennen glaubt, Gräfin Aliena. Das wird sich heute jedoch ändern. Dann, am ersten Tag unseres Wollmarkts, wurden wir angegriffen. Ich habe davon gehört. Schrecklich. Ich versuchte, das Leid einer Frau mit den Worten der Heiligen Schrift zu lindern. Die Frau unseres Baumeisters wollte sie mit giftigen Kräutern verhexen. Und Philip schritt ein? Ja. Er stieß mich beiseite und gab der Frau Gift. Dafür sollte er hängen. Oh, nein. Das würde er nicht tun. Es ist schlimmer, als ich dachte. Es war kein Gift. Und dann kam der Tag, als die Statue der Jungfrau Maria in Kingsbridge ankam. Ich habe nicht geglaubt, dass es ein Wunder war. Die Heilige Maria! Natürlich ist es ein Wunder! Die Jungfrau hat selbst zu mir gesprochen! Ich auch!
Zweifellos ist es ein Wunder. Ich habe von vielen gehört, die in Kingsbridge geheilt wurden. Ja! Amen! Amen. Heilige Maria, segne uns alle! Nun, mir wurde ja auch bald klar, dass es ein echtes Wunder war. Aber Philipp nicht. Ihm ging es nur um das Geld, das die Leute am Schrein der Jungfrau spendeten. Deshalb bin ich gegangen. Das war richtig! Amen! Nun, ich glaube, da gibt es noch etwas, das ihr uns nicht erzählt habt. Etwas sehr Wichtiges? Ja. Philipp hat ein Kind gezeugt. Was? Unglaublich! Was? Ich wusste es. Einen Sohn. Hä? Und er hat ihn in der Priorei aufgezogen. Er ist schuldig. Ach, ne, ernsthaft jetzt? Jonathan von Kingsbridge, tritt vor. Das ist doch lächerlich. Das ist lächerlich. Danke. Ist es das? Danke. Ist das die Wahrheit? Seid ihr Philipps Sohn? Ich habe keinen Vater. Beantworte Philipp war immer... die Frage, Jonathan von Kingsbridge. Ich habe keinen Vater. Ich habe keinen Vater. Jeder hat einen Vater. Das mag sein. Aber wenn Philipp mein Vater wäre, hätte er es mir gesagt. Woher weißt du, dass er dich nicht angelogen hat? Sprecht! Philipp würde nie lügen. Er sagte mir, man hätte mich im Wald gefunden. Im Wald? Ist das wahr, Philipp? Oder lügt ihr? Und weiter? Er wurde im Wald ausgesetzt. Er wurde im Wald ausgesetzt. Mein Bruder hat ihn gefunden. Euer Bruder? Der Bruder, dessen Herrn ihr verraten habt. Wovon redet ihr? Philipp hat versucht, mich in eine Verschwörung gegen den Herrn seines Bruders, Graf Robert von Gloucester, zu verwickeln. Und seinen Verbündeten Graf Bartholomäus, euren Vater, Lady Aliena. Philipp hat all diese Flüchtlinge damals aufgenommen, weil er an ihrem Schicksal schuld war. Und an eurem, als ihr euren Vater und die Grafschaft verloren habt. Dies, Lady Aliena, ist der Mann, den ihr zu schützen versucht. Er vergib Philipp nicht, vergib Nun. Philipp. Er wusste es nicht. Ich weiß, dass er von Sorgen geplagt ist. Wir alle treffen manchmal Entscheidungen, die uns im Moment richtig erscheinen. Wenn sie in Wahrheit schreckliche Fehler sind. Ich bin dankbar, dass mir vergeben wurde, als ich einen Fehler machte. Jetzt vergebe ich ihm. Kehren wir nun zu unserem aktuellen Problem zurück. Es gibt jemanden, der bezeugen kann, wie Jonathan im Wald gefunden wurde. Und der ein Licht darauf werfen kann, wer wirklich Jonathans Vater ist. Und wer ist das? Mein Ehemann. Oh. Tretet vor. Wie ist euer Name? Er ist der Baumeister von Kingsbridge. Ach ja? Habt ihr den Mut verloren? Nein, das habe ich nicht. Ihr wisst genau, weshalb es schwer für mich ist, euch gegenüberzutreten. Man nennt mich Jack, nach meinem Vater. Mein Name ist Jack Jackson. Ja, wir sind uns schon begegnet. Wie alt wart ihr, als ihr angeblich Jonathan als Kind im Wald gesehen habt? 12. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Philipp sagt die Wahrheit. Ihr wart ein Kind. Und was habt ihr dort getan? Im Wald? Gelebt. Ich lebte im Wald. Mit meiner Mutter.
Sie waren Outlaws. Prior Remigius ist der vertrauenswürdigste Zeuge heute. Und seine Aussage belastet Philipp in nicht geringem Umfang. Die vagen Erinnerungen eines Outlaw-Kindes haben mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Er hat ein Kind gezeugt! Nein! Er würde das nie tun! Und doch, Gräfin Aliena hat recht. Wir wissen nicht genug, um so hart über ihn zu richten, wie ihr es gefordert habt, Bischof Warren. Ihr habt recht, Bischof Henry. Wie ich sagte, es ist nicht an uns, über diesen Mann zu richten. Philipp von Gwynedd hat sich für unschuldig erklärt. Aber wie unschuldig ist er? Wir bitten Gott um sein Urteil. Als Bischof von Kingsbridge und Shiring verlange ich eine Feuerprobe. Oh Gott, nein. Das ist Wahnsinn! Philipp von Gwynedd soll auf dem Scheiterhaufen geprüft werden. Wenn er unschuldig ist, wird Gott ihn vor den Flammen bewahren. So ein Blödsinn! Wenn nicht, wird er als Ketzer und Sünder brennen, als den Gott ihn erkannt hat. Nein! Da muss man überlegen, wie blöd Menschen früher waren, ne? Walleren Biggert! Diesmal nicht! Sie ist es. Ich habe das Kind und Francis gesehen. Ich war dort. Philipp ist nicht der Vater des Kindes. Er ist ein Narr, aber er ist ein guter Mensch. Wer ist dann der Vater? Jetzt gibt's doch zu. Wollte gerade sagen. Sie stecken alle unter einer Decke. Klar. Diese Frau ist eine Hexe und ein Outlaw. Auch noch. Sie lebte in Sünde mit einem Dieb. Er wurde vor 30 Jahren in Shiring gehängt. Er war kein Dieb. Er war ein guter Mensch. Du hast ihn ermordet, Walleren Biggert. Was hat das zu bedeuten? Er war ein Dieb. Er hat einen goldenen Kelch gestohlen, ihn eingeschmolzen und verkauft. Och, ehrlich? Welchen Kelch? Den Kelch der Heiligen Messe. Er hat ihn aus der Kathedrale von Kingsbridge gestohlen. Sakrileg! Ja, Prior James von Kingsbridge hat ihn auf frischer Tat ertappt. James hat mir gebeichtet, dass er log. Jack, zeige den Kelch. Ist das der Kelch? Ihr sagtet, er sei eingeschmolzen und verkauft worden. Glaubt nicht an ihre Lügen. Das könnte jeder Kelch sein. Das beweist überhaupt nichts. Wo habt ihr diesen Kelch gefunden? In einer geheimen Kammer. Wir glauben, dass Prior James ihn versteckt hat, weil er sich schuldig fühlte, Jacks Vater fälschlich angeklagt zu haben. Habt ihr irgendwelche Beweise? Er hat es mir gesagt. In der Nacht, als die Kathedrale abbrannte. Ich war dort. Ich habe ihn gesehen. Prior James ist Wochen vorher gestorben. Nein. Das stimmt nicht. Bischof Henry, er spricht die Wahrheit. Ruhe! Ich gebe euch Zeit bis zum Sonnenuntergang, um einen Zeugen vorzubringen, der eure Beschuldigung gegen Bischof Walleran beweisen kann. Dieser Kelch allein genügt nicht. Wenn ihr dies nicht könnt, werdet ihr euch wegen Verleumdung verantworten müssen. Philipp von Gwynedd, ihr bleibt unter Arrest. Das Gericht vertagt sich bis zum Sonnenuntergang. Vor allem vertagt bis zum Sonnenuntergang.
Wir brauchen einen Zeugen. Was machst du da? Ich habe gesehen, wie du Pläne für eine Kathedrale gezeichnet hast. Vielleicht können wir etwas Ähnliches tun, um einen Zeugen zu finden. Schauen wir mal. Dein Vater. Er sieht aus wie du. Wie meine Großmutter sagte. Und Bischof Walleran. Versuchen wir, die Verbindungen herzustellen. Vielleicht können wir so einen Zeugen finden. Gute Idee. Ja, ich muss jetzt aber erst Schluss machen und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.